Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Dirk Schulzimmer-Kuch, der hat einen Vortrag gehalten zur Frage aller Fragen: Gibt es noch Leben da draußen auf irgendwelchen fernen Planeten oder auch innerhalb unseres Sonnensystems? Auf Monden oder wo auch immer? Und die Fragerunde, da ist sicher noch einiges offen geblieben, die können Sie jetzt sehen. Wie kann man sich hydrothermale Prozesse auf dem Mars vorstellen? Hydrothermal sehr ähnlich wie auf der Erde. Also es gibt ziemlich viele Vulkane. Mars hat ja den größten Vulkan im Sonnensystem. Und wir würden uns vorstellen, dass da an den Flanken von den Vulkanen, dass da noch Aktivität ist. Es gibt auch Lava-Ausflüsse, die sind nicht so alt. Die sind weniger als 1 Million Jahre alt. Ich weiß, das hört sich viel an, aber man kann nicht mehr besser unterscheiden. Also wir denken, dass da an den Vulkanflanken dann noch hydrothermale Aktivität ist und dass es da auch Ausgasungen gibt. Man hat auf dem Mars einen See entdeckt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dort Leben zu finden? Da ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein See. Allerdings, der See ist also im Untergrund und der ist bei den Temperaturen, muss er unheimlich viel Perchlorate und andere Salze enthalten. Das ist wahrscheinlich, die Konzentrationen sind wahrscheinlich zu hoch, dass da Leben existieren könnte. Aber die Konzentration dort wäre höher als in dem unterirdischen Ozean auf Europa, oder? Richtig. Was da die Konzentration im Wasser sind, wissen wir wirklich nicht. Wahrscheinlich ist es verdünnt, das sehr viel Wasser, aber das ist nicht so viele Salz und Perchlorate wie auf dem Mars. Weil auf dem Mars hat ja sehr viel Wasser verloren. Da waren ja viel mehr Wasser früher. Ja, das ist sehr, sehr konzentriert. So auf dem Mars würde ich sagen, in den Salzgesteinen ist noch die größte Chance und wo die Mikroben das Wasser direkt von der Atmosphäre anziehen können. Und es ist natürlich auch schwierig, in den tiefen See da hinzukommen. Da muss man wirklich ein ganzes Stück bohren. Stimmt es, dass sich die Bedingungen für Leben auf Planeten immer weiter verschlechtert haben? Also es kann in beide Richtungen gehen. Also im Mars ging es in lebensfeindliche Richtung. Es ist nur noch so halbwegs habitabel, würde ich mal sagen. Und die Frage ist dann immer, wir finden unter den Bedingungen, also wir kommen sehr nah an die Marsbedingungen ran, eigentlich von den Stressern. Und das Leben auf der Erde kann es gerade noch so machen, aber Mars ist noch ein bisschen mehr und es ist dann, okay, können wir es noch machen. Auf der Erde im Prinzip, das sind halt die Bedingungen, dann waren besser, aber weil das auch so eine Zwischenwirkung zwischen Biologie und Geologie im Prinzip war und dass es dann zum Beispiel Mikroben gab, die dann das Methan rausgezogen haben, verarbeitet haben und dann Sauerstoff produziert haben. Aber es kommt darauf an, welche Perspektive man ansieht. Weil zum Beispiel die Cyanobakterien, die haben vor ungefähr 2,6 Milliarden Jahren angefangen, Sauerstoff zu produzieren. Und die ganze Biosphäre zu dem Zeit bestand aus Mikroben, die anaerob waren. Also für die war Sauerstoff Gift. Also die haben wirklich die erste große Katastrophe auf der Erde ausgelöst, ja, mit dem Sauerstoff. Und die im Prinzip getötet und zurückgedrängt und sowas. Aber ohne die wären wir wieder nicht da. Ne? Ist das größte Problem, dass flüssiges Wasser nicht lange genug vorhanden ist? Ich denke eigentlich, dass das nicht so ein großes Problem ist. Weil wir sehen ja, dass wir auf den Monden, auf Europa und sowas auch unheimlich viel Wasser haben. Also die meisten Planeten haben eigentlich viel Wasser. Über 4 Milliarden Jahren. Ja, nur gut, da haben wir mit Venus haben ein Problem, mit Mars haben wir ein Problem. Ja? Und die Erde war genau richtig im Prinzip. Aber dadurch, dass Wasser halt so, es ist eigentlich das häufigste Molekül im Weltraum. Ja? Ich meine, aus Sauerstoff und Wasserstoff, ne? Das erst- und dritthäufigste Element. So, wir denken, dass da unheimlich viel Wasser gibt. Wenn jetzt ein terrestrischer Planet halbwegs in der Zone ist, was wir nennen diese habitable Zone oder so, um einen Stern herum, ich denke, dass es da mindestens ein Drittel oder so von denen gibt, die wirklich über 4 Milliarden Jahre dann das Wasser haben.
Und selbst wenn es nur ein Zehntel oder ein Hundertstel ist von den Planeten, die in der richtigen Richtung sind, haben wir immer noch unheimlich viele. Die Sache ist, was es vielleicht respektiv macht, in bestimmten Regionen, wenn wir eine riesige Supernova-Explosion haben oder Gamma-Ray-Burster oder die dann alles, bumm, das ist dann so katastrophal, dass wenn dann Leben ist, das Leben ist ausgelöscht und das war's. Also das sehe ich eigentlich mehr als das Problem, als lang genug das Wasser zu haben. Aber wir wissen das dann natürlich nicht, weil wir die Bedingungen von einem Exoplaneten momentan einfach nicht wissen. Wäre es denkbar, dass es noch ganz andere Stoffwechselarten gibt? Auf der Erde ist es basierend auf Redoxreaktionen und die Diversität von Mikroben ist enorm hoch. Also alles, was möglich zu sein scheint, ist unter diesen Bedingungen ist wahrscheinlich irgendwo irgendeine Mikrobe tut das. Im Prinzip ist ja jede Reaktion, die Energie bringt, im Prinzip prinzipiell möglich und die kleinere Moleküle umfasst. Allerdings können wir uns vorstellen, dass auf anderen Planeten andere Elemente wesentlich häufiger sind. Beispiel ist, wir wissen nicht genau, ob für komplexes Leben Sauerstoff absolut essentiell ist. Es scheint fast so zu sein, weil das dann so viel Energie gibt. Das einzige andere Element, was das vielleicht machen könnte, ist Fluor. Aber Fluor ist natürlich auf unserem Planeten sehr, sehr selten. Es ist eigentlich auch von der kosmischen Häufigkeit sehr selten. Aber unter bestimmten Umständen könnte man sich vielleicht vorstellen, dass da eine Fluoratmosphäre ist und dann anstatt Sauerstoff Fluor benutzt werden könnte. So im Prinzip, wir können das nicht ausschließen. Wir haben eigentlich ein Beispiel, wo sehr viele Möglichkeiten ausgespielt sind, aber das sind sicherlich nicht alle. Die Erde hat trotz ihrer 4 Milliarden Jahre sehr stabile Zeiten gehabt. Der Übergang von einzelligem zu mehrzelligem Leben scheint sehr unwahrscheinlich zu sein. Wie steht das im Zusammenhang mit dem kosmischen Zoo? Es war halbwegs stabil, obwohl wir das wahrscheinlich nicht unbedingt alles als stabil bezeichnen würden, weil da auch riesige Meteoriteneinschläge und sowas alles passiert ist. Und ich meine, der Mond hat ja erstmal angefangen, dass dann ein Planetoid vorbeigeflogen ist oder so im Prinzip einen Teil von der Erde rausgerissen hat und sowas. Also das war schon ziemlich übel. Die Frage ist mit dem komplexen Leben. Was für komplexes Leben nötig ist, ist molekularer Sauerstoff, damit man einfach so viel, damit die Organismen genug Energie bekommen. Und das hat auch wirklich am längsten gedauert. Am Anfang hatte die Erde keinen Sauerstoff. Praktisch die Atmosphäre hatte keinen Sauerstoff. Und bis die Cyanobakterien so viel Sauerstoff produziert haben, dass die ganze Atmosphäre wirklich einen hohen Sauerstoffgehalt gehabt hat. Und zwar ist es ja nicht nur einfach, wir brauchen nicht nur die zu produzieren, sondern da war auch sehr viel reduzierendes Eisen da. Und das musste auch alles erst oxidiert werden, bevor sich der Sauerstoff anreichern konnte. Und schätzungsweise hat das 1 Milliarde Jahre lang gedauert, bis das wirklich so gegeben war. Und bis die Sauerstoffkonzentration dann auch richtig hochgegangen sind, hat es noch länger gedauert. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass es für einen mehrzelligen Organismus genetisches Kontrollprogramm braucht. Und das ist die andere Sache, dass es wahrscheinlich dafür sehr, sehr lange gedauert hat. Das ist jetzt schwierig, da im Detail zu erklären. Das können Sie im Buch nachlesen. Das gilt dann nur für das mehrzellige Leben? Es kommt darauf an, wie man das auch sieht mit dem mehrzelligen Leben. Also makroskopisches Leben, ja, mit dem Sauerstoff. Das ist mit der kambrischen Explosion ungefähr vor 500 Millionen Jahren. Aber mehrzelliges Leben gab es wahrscheinlich schon vor 1,3 Milliarden Jahren mit den Schwämmen und sowas, ganz alte Schwämme. Und die Schwämme, die sitzen ja eigentlich nur da, die machen ja nichts. Wir sagen noch, das ist komplexes Leben. Also es ist so ein bisschen kontinuierlich. Aber wenn wir die ersten haben, Organismen, die viel Sauerstoff brauchen, die viel Energie brauchen, die Trilobiten und sowas, ja, die Raubtiere im Prinzip, die anderen fressen und sowas, das ist ziemlich gleich mit einem großen Anstieg von Sauerstoff nach dem Schneeball-Erde-Event. Ist die Entwicklung von Leben eine kosmische Gesetzmäßigkeit oder einfach nur Zufall? Im Prinzip können wir das natürlich nicht felsenfest beantworten. Das Problem ist n gleich 1. Ja? Wir haben nur ein Beispiel. Und wir denken, dass es einen Ursprung gab und von dem hat sich das ganze Leben entwickelt. Allerdings, die Sache ist, dass ich das recht unwahrscheinlich sehe, dass das
erstmal nur Zufall ist oder dass es nur einmal passiert ist. Weil die ganzen Stufen bis dahin scheinen relativ häufig doch vorzukommen. Und wenn wir uns das angucken, Leben auf der Erde gibt es wahrscheinlich seit 4,1 Milliarden Jahren, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Das sind ein paar Indizien dafür seit 4,3 Milliarden Jahren. Also das war, sobald die Erde habitabel wurde, ja, nach dem Mondimpakt und sowas alles und vom Magma-Ozean und sich abgekühlt hat, gleich zu diesem Zeitpunkt haben wir den Beweis für das erste Leben auf unserem Planeten. So, es scheint dann eher so zu sein, von Indiz zu sein, dass das etwas ist, was nicht so selten vorkommt. Und wir sind ja auch nicht so speziell. Wir sehen dieselben Minerale und sowas auf dem Mars. Also wir haben eigentlich keinen Grund zu denken, dass wir so besonders sind, dass es nur mit uns so passiert ist. Warum soll nur auf dem Mond Europa mehrzelliges Leben existieren können? Ist der wahrscheinlichste. Ich hätte sagen sollen, der wahrscheinlichste. Die Sache ist einfach, dass Europa so dynamisch ist. Wir sehen ja, dass es die Außenhülle ist wie so eine Eierschale, die gecrackt ist. Und das ist dann halt auch von diesem Gezeitenprinzip gekneten und der ist wahrscheinlich innen ziemlich warm. Die Galileo-Sonde hatte gezeigt, dass von diesem Magnet, eine Anomalien, dass es eine Flüssigkeit innen drin ist. Dann ist Europa auch noch relativ groß. Enceladus ist sehr klein. Das ist das Wahrscheinlichste, wo es Leben in dem Ozean gibt. Die Modelle scheinen alle zu zeigen, dass der Ozean direkt auf dem Gesteinsmantel liegt. Das ist, was wir brauchen für die hydrothermalen Vents. Für Ganymed zum Beispiel scheint der Ozean zwischen zwei Eisschichten zu liegen. Enceladus ist dann nur ein Kandidat für reine Mikroorganismen? Ich denke schon, wenn für Mikroorganismen. Weil das ist auch, das scheint kein globaler Ozean zu sein, das scheint wirklich nur die Region zu sein in der Nähe von dem Südpol. Es ist natürlich ein bisschen Spekulation, da sind so ein paar Indizien und da sind ein paar andere Indizien. Im Endeffekt wissen wir es nicht und müssen eine Mission dahin fliegen, um es herauszufinden. Warum hat Titan eine so dicke Atmosphäre? Titan hat schon ziemlich viel Masse, also ist wesentlich schwerer als der Mond. Warum der so eine dicke Atmosphäre hat, weiß ich auch nicht. Also es gibt da ein paar Ideen. Im äußeren Sonnensystem gibt es halt viel Ammonia, viele Eise und sowas. Ich habe keine überzeugende Hypothese oder Idee gesehen, warum Titan zum Beispiel die Atmosphäre hat von 1,5 Bar und andere Monde nicht. Warum Ganymed zum Beispiel das nicht hat. Was da jetzt genau anders gelaufen ist oder warum das so ist, wissen wir wirklich nicht. Ist bei dem Direct Imaging Teleskop etwas in Planung? Starshade ist in der Planung, aber es ist immer so, dass dann ziemlich viele Vorschläge gemacht werden müssen und dann ist natürlich sehr wenig Geld da und dann, was dann selektiert wird, wird sich dann zeigen. Aber das ist ein Jet Propulsion Lab, arbeitet daran, um das zu realisieren. Wurde die Oberfläche der Venus gemessen oder modelliert? Das ist gemessen worden bei den verschiedenen Sonden. ESA hat auch eine Sonde da gehabt. Die Oberfläche wurde von den früheren Sowjetsonden, die haben sie halt runtergebracht und die haben sie gemessen. Und der Gradient und was da für chemische Stoffe da sind, sind eigentlich ziemlich genau bekannt. Das ist also keine Modellierung oder so. Ist die Oberfläche kühler als 450 Grad? Die Oberfläche ist 450 Grad Celsius und je weiter man dann nach oben geht, kühlt sie sich dann ab. Und in der Höhe von 50 Kilometer ungefähr ist es dann 30 bis 80 Grad Celsius. Es ist also auch noch da ziemlich heiß und dann geht es dann noch weiter hoch. Und die Oberwolkenschicht ist dann so bei minus 10 oder irgend sowas. Sie vermuten Leben auf den Monden von Jupiter und Saturn. Hat man auf unserem Mond schon Spuren von Leben gefunden? Nur die eigenen, die wir mitgebracht haben. Das ist, auch wenn sich im ersten Moment das vielleicht ein bisschen anhört, das ist keine dumme Frage. Und zwar, wir haben nämlich auch vor 2 Jahren ein Paper veröffentlicht, dass der frühe Mond habitabel gewesen sein könnte. Und zwar war vor 3,5 Milliarden Jahren, da waren ziemlich viele Lava-Outpourings da gewesen. Das, wenn Sie sich den Mond angucken, ich weiß nicht, ob man heute Nacht sieht, das sind die dunklen Gegenden.
dass es ist ziemlich viel vulkanisches Material rausgeschüttet worden und damit auch Entgasung. Und zu diesem Zeitpunkt hatte der Mond eine Atmosphäre von etwa 10 Millibar. Unsere Erde hat 1000 Millibar, aber Mars hat 6 bis 8 Millibar. Mit den 10 Millibar ist Wasser stabil auf der Oberfläche des Mondes. Ja? Die Atmosphäre war Schwefelwasserstoff und Kohlenmonoxid. Das ist ziemlich toxisch für uns, aber ein paar Mikroben mögen das. So, wir haben jetzt eigentlich Tests am Laufen in Moon Simulation Chamber, um das zu testen, ob unter diesen Bedingungen Mikroben überleben können und Stoffwechsel machen können. Wir hatten das Paper in Astrobiology veröffentlicht und das als Möglichkeit dargestellt. Diese 10 Millibar haben sich vielleicht für 100, 200 Millionen Jahre gehalten und dann waren es alle weg. Aber immerhin zu diesem Zeitpunkt war das eine Möglichkeit. Und wir müssen ja auch überlegen, dass durch Asteroiden oder so Bakterien transportiert werden können. Und die Erde ist natürlich nah dran. Ja, und auf der Erde war zu diesem Zeitpunkt Leben. Und zu diesem Zeitpunkt war der Mond auch näher an der Erde dran, weil der Mond sich immer weiter von der Erde entfernt. So, von daher ist das durchaus eine Möglichkeit. Das Problem ist natürlich, dass wir sonst keine Spuren oder Anhaltspunkte finden. Wir haben zum Beispiel auch vorgeschlagen, um die Hypothese zu testen, dass wir gucken zwischen verschiedenen Lava-Ausflüssen, ob da sedimentologisches Material ist, das man analysieren könnte, das sich da vielleicht erhalten hat. Das ist die andere Möglichkeit. Und natürlich mit mehr Missionen kriegen wir noch mehr Proben. Aber es sieht so aus, dass der frühe Mond tatsächlich auch da irgendwie mal, dass ein paar von den Apollo-Proben magnetisiert sind, also dass da mal ein Magnetfeld auch war und dass wir doch mehr Wasser in den Mineralen haben, als gedacht worden ist. Also so gewisse Anhaltspunkte sind da, wir wissen es halt momentan nicht genau. Aber das ist was, was wir uns definitiv auch noch anschauen sollten. War die habitable Zone früher breiter? Nee, die war nicht breiter, die versetzt, sodass Venus drin war und die Erde drin war. Aber Mars war eigentlich außerhalb der habitablen Zone. Allerdings ist die Sache, dass Mars zu diesem Zeitpunkt sehr aktiv war. Also der hat das wahrscheinlich ausgeglichen durch innere Aktivität. Allerdings war die Oberfläche war immer noch unter 0 Grad, wahrscheinlich so minus 10 oder sowas. Die Atmosphäre war wesentlich dichter. Und wir stellen uns das da vor, so dass es nass und kalt war. Das ist so, wie wir uns momentan vielleicht Antarktis vorstellen, ja. Dass da wahrscheinlich Salzwasserozean war, der da bei minus 10 Grad aber flüssig war. Und teilweise aber auch gefroren. Das ist technisch gesehen nicht mehr habitabel, habitable Zone. Der Ausdruck ist eigentlich sowieso bescheuert. Weil das nicht sagt, dass es wirklich habitabel ist, dass nur flüssiges Wasser ohne Salz stabil auf der Oberfläche ist. Ja? Und wir wissen ja, Europa ist ja nicht habitabel bei der Definition, aber in dem Ozean könnten wir leben, haben sogar komplexes Leben. So, das war irgendwie ein Fehler, dass man, ich kenne den Kollegen, der mit dem Terminus kam und das wollte er eigentlich nicht damit bezwecken, aber irgendwo hat das dann jeder benutzt, dass ja habitabel ist, dann wenn habitable Zone ist, wenn flüssiges Wasser stabil ist auf der Oberfläche. Aber das ist nicht, was habitabel ist. So habitable Zone ist nicht gleich habitabel. Ich kann Ihnen sogar beweisen, dass auf der Erde Wasser nicht stabil ist auf der Oberfläche. Wir brauchen nur eine Schale Wasser dahin zu stellen. Lassen Sie mal stehen, in 5 Tagen kommen wir wieder, da ist kein Wasser mehr da. So, also das Konzept ist nicht so ganz toll. Wie breit kann man sich denn eine habitable Zone vorstellen? Das kommt auf den Stern drauf an oder die Sonne. Das sind hauptsächlich Modellierer, die das Konzept benutzen. Und da gibt es auch, die sind sich auch nicht ganz einig, wie breit das sein sollte oder sowas. Das ist im Prinzip, momentan ist es ungefähr der Abstand zwischen Venus und Erde. Aber es hat sich so verschoben. Und ein paar Leute sagen, okay, der Mars ist noch in der habitablen Zone und ein paar Leute sagen, er ist nicht in der habitablen Zone. So, da scheiden sich die Geister. Im Prinzip ist, es macht ziemlich viel aus, wie groß der Planet ist und was für eine Atmosphäre da ist. Sagen wir haben so eine Super-Earth, das dreimal so massiv ist wie die Erde und
diese Super Earth wäre da, wo der Mars momentan ist. Dann ist der Mars 3-mal die Größe von Erde garantiert habitabel, weil da so viel interne Energie rauskommt und die Atmosphäre so dicht ist, dass dann noch flüssiges Wasser dann stabil ist. Also das hängt nicht nur an von der Position, sondern von dem Planeten selber auch. So, wie gesagt, das Konzept oder den Terminus mag ich eigentlich nicht, weil das eigentlich auch bei den Studenten oder so dann irgendwie immer Misconceptions, also die aufwirft.